herzlich willkommen zu Tag 5 der 30 Tage nur Nintendo Online-Insel. Heute kümmern wir uns um ein paar Bewohner und um ein bisschen Terraform. Und ich würde gerne daran arbeiten, dass wir die Schneiderei freischalten. Und ich würde sagen, wir fangen am besten an, indem ich euch noch ein paar Jahrzählaufnahmen zeige. Und dann legen wir los. So, jetzt habe ich gerade noch erwischt, hier zu zeigen, dass wir einen Besucher haben, bei dem wir Hibiskus-Setzlinge gekauft haben. Sie, glaube ich, kommen sogar zweimal. Wir haben Sommer- und Blut-Hibiskus-Setzlinge bei ihr gekauft. Und die bringt sie uns jetzt. Und ich werde gleich mal wegräumen. Ich bin super froh, das ist die gleiche liebe Person, die auch einen Raum für uns dekoriert hat quasi. Also man kann bei Nookerson Anforderungen, sag ich mal, so Räume dekorieren oder gestalten lassen. Und sie hatte das drin und hat reingeschrieben, sie macht es gerne umsonst. Und sie hat uns einen Raum quasi dekoriert und uns dann die Items besorgt. Und ich kann euch den Raum zeigen, wenn ich dann soweit bin, dass ich die Sachen an die Decke hängen kann. Denn das habe ich noch nicht freigeschaltet mit den Nookmalen. Und deswegen dauert es leider noch ein bisschen. Aber wenn wir Sachen an die Decke hängen können, dann werde ich... Oh, sie bringen uns aber viele coole Sachen. Sehr cool. Also wenn ich die Sachen freigeschalten habe, dann dekoriere ich den Raum so, wie sie ihn mir dekoriert hat und als Foto auch geschickt hat, sodass ich ihn nachdekorieren kann. Und das zeige ich euch dann, sobald ich es auch wirklich so umsetzen kann, wie ja, sie es für uns dekoriert hat. Jetzt warten wir, bis sie wiederkommt und dann erzähle ich euch mal so ein bisschen von den Zielen. So, hier kommt sie nochmal angeflogen und ich nutze das jetzt und erzähle euch so ein bisschen von den Zielen. Und zwar möchte ich in diesen 30 Tagen gerne die komplette Insel dekorieren und auch den Strand. Warum der Strand? Weil ich mich selber kenne und für mich der Strand eigentlich das Schwierigste ist zum Dekorieren und ich mich meistens wirklich darum drücke. Und deswegen möchte ich diesmal gerne versuchen, auch den Strand schön zu gestalten und zu dekorieren. Dann möchte ich gerne auch mein Haus dekorieren. Ich möchte 10 Bewohner haben, die zum Thema passen und die mir zusagen, würde ich jetzt mal behaupten. Das wären so die ersten Sachen, die mir so einfallen. Und ja, dann sollte ich euch vielleicht mal das Thema ja revealen. Wahrscheinlich habt ihr es schon durch das Sammeln der Items bemerkt. Ich habe euch ja zu den Jahrzählen immer mitgenommen. Und ihr habt gesehen, welche Items ich aufgehoben habe, was ich so alles gesammelt habe. Ich denke, viele vermuten schon richtig. Und zwar würde ich gerne so einen tropischen Dschungel irgendwie gestalten mit viel Wasserterraform, wie man das auch immer nennen will. Und die gute Helly hat mich gefragt, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, hat mich gefragt, was ich noch so für Sachen brauche. Und ich habe ihr verraten, was das Thema werden soll. Und sie hat gesagt, sie möchte sowieso gerne ihren Lager, also ihr Lager aussortieren. Und deswegen bringt sie mir quasi vorbei, was sie nicht mehr braucht, was sie gerne loswerden möchte und was sie sowieso aussortiert hätte. Und das ist super, super lieb von ihr. Und ich muss dazu sagen, wir kennen uns nicht, wir haben uns vorher nicht gekannt, wir haben uns durch Nookerson kennengelernt und ich bin ihr wirklich sehr dankbar dafür. Also falls du das hören kannst, danke, danke, danke.
dass sie mir hier weitergeholfen hat. Und ja, jetzt versuche ich quasi aufzuräumen und versuche jetzt quasi noch einen Bewohner zu finden, bevor der Plot sich ja selber füllt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, denn wir haben ja noch den offenen Plot. Ich habe jetzt schon zwei Bewohner gefunden, die ich noch gerne mir vorstellen könnte, auf der Insel zu haben, auf Nukkason. Ich habe auch schon dafür geboten. Allerdings habe ich bis jetzt natürlich noch keine Reaktion bekommen. Ich habe jetzt auch schon einen Post in Facebook hochgeladen und auch nochmal auf dem Nukkason Discord. Genau. Ich warte jetzt mal kurz, ob da noch was kommt. Und wenn nicht, würde ich sagen, machen wir uns ein bisschen an Plots verschieben. Also zumindest einen Plot, mehr können wir ja nicht verschieben. Und ein bisschen nochmal ans Terraformen, würde ich sagen. Das wäre jetzt erstmal der Plan. So, zu unserem Glück hat sich Helly bereit erklärt. Total süß, nachdem sie mich gefragt hat, ob ich noch was brauche. Dass sie Amiibo-Karten hat und sie würde für mich Fate und Rio laden. Die beiden suche ich nämlich und die beiden hat sie als Amiibo und die würde sie für uns quasi laden und rauskicken, sodass wir sie auf unsere Insel einladen können. Das ist total nett von ihr und ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie wieder gut machen soll. Durch diese Inselaktion hier mit nur Sachen von anderen Spielern, nur Nintendo Online, lerne ich so viele nette Leute kennen. Das ist unglaublich lieb. Das ist echt, echt krass. So, ups. Wir gehen jetzt und starten den Inseldesigner. So, mein erster Weg hat mich jetzt hier mal zum Automaten geführt. Vielleicht, ich glaube, mit dem hier kann man doch dann auch Sachen an der Decke anbringen. Das würde ich jetzt zumindest mal kaufen. Und dann würde ich die zwei Sachen für die Design-App schnell einlösen. Leider ist bis jetzt immer noch keine Tina bei uns auf dem Rathausplatz aufgetaucht. Das heißt, ich bin noch meilenweit davon entfernt, die Schneiderei zu bekommen. Wenn ich den Plot besetzt habe, den wir jetzt frei haben von Tentatron, dann würde ich mich darum kümmern, dass wir die Schneiderei freischalten. Denn ich brauche ja Design-Codes. Ich kann ja nur die Online-Codes verwenden oder die vom Tool halt, also quasi Trampelpfad, Sandpfad, sowas halt. Aber ich kann keine selber malen und so, deswegen müssen wir auf die Nintendo Online-Funktion zurückgreifen. Und ja, wir werden sehen. Ich werde jetzt auch gleich mal noch mein Haus holen und dann würde ich das auch gleich mal versetzen. So, ich habe fertig eingelöst. Jetzt gehen wir mal Tom Nook nerven. Solltet ihr Schnurren oder Miauen im Hintergrund hören, das ist meine Katze, die sich direkt hier unter dem Mikrofon jetzt ein schönes Leben gemacht hat. Das macht sie gerne immer dann, wenn ich aufnehme, weil das wäre sonst langweilig, wenn ich hier ungestört Videos aufnehmen könnte. So, wir packen jetzt mal mein Haus ein. Ja. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir gleichzeitig noch den Campingplatz versetzen können, aber ich kann ihn ja mal fragen. Mehr als Nein sagen kann Tom ja nicht. Das heißt, ich frage ihn mal, ob er uns... Nein, okay. Also müssen wir erst unser Haus umziehen und dann muss ich den Plot befüllen, bevor wir weiter hier arbeiten können. So. So, ich bin jetzt hier mal hochgeklettert und ich wollte hier irgendwo mein Haus stehen haben. Ich weiß jetzt nicht. Ah doch, ich habe die richtige Größe schon mal gewählt von meiner Markierung. Und hier würde ich jetzt gerne mein Haus schon mal hinsetzen. Und dann können wir uns eigentlich direkt mal überlegen,
ob wir hier schon mal ein bisschen, naja, dekorieren würde ich jetzt noch gar nicht. Ich habe absolut keine Designcodes. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, wo wir ein bisschen mit dem Terraform und der Landschaftsgestaltung anfangen. So, ich würde fast sagen, wir starten hier am Eingang und ich kann mir hier quasi gut eine Brücke vorstellen, die vielleicht so ein bisschen nach hier drüben geht. Oder nach hier drüben, das weiß ich noch nicht so ganz. Unser Fluss ist eigentlich hier drüber. Eigentlich ist es ja egal, oder? Also ich würde fast sagen, jetzt muss ich überlegen, wenn wir hier ein bisschen abschließen, indem ich hier vielleicht eine Brücke drüber mache. Ich muss jetzt tatsächlich überlegen, wie wir das so ein bisschen an den Eingang bekommen. Und vielleicht sogar ein bisschen näher machen. Mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Ich glaube, noch näher hier drunter geht fast nicht. Dass ich die hier so hinmache. Und mal fast überlegen, wie das hier jetzt am besten funktioniert. Das wollte ich nicht. Manchmal ist es so ätzend, wenn man sich nur so ein bisschen falsch hinstellt, ne? Ist man gleich am falschen Punkt und ja, das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber ich bin ja auch prädestiniert dafür, dass ich das ständig falsch mache. Also von daher, ja. So, vielleicht hole ich mir sogar das Brückenbau-Kit gleich ab, um zu testen, wie das am besten hinhaut. Und manchmal bin ich da wirklich, ich würde fast sagen, nicht so besonders gut da drin, das richtig groß zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht zu großes und nicht zu kleines irgendwie so. In die Richtung würde ich das jetzt fast, ja, fast erst sagen. Also hier müssen wir noch, also was ich den hier, ich glaube der untere ist falsch. Jetzt habe ich wieder den falschen gemacht. Seht ihr, das meine ich, das passiert mir so oft. Den hier wollte ich zumachen und nochmal neu hinmachen. So irgendwie. Und hier die Brücke hin? Nee, das ist mir fast eins zu nah. Wisst ihr, was macht sie denn da jetzt? Das eins nach hier. Okay. So vielleicht. Und hier auch nochmal zu. Und hier drüben vielleicht eins weiter irgendwie. Ja, wie gesagt, mit so schrägen Brücken bin ich echt nicht so besonders gut. Aber sie sehen halt schon ziemlich cool aus. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal versuchen, hier am Eingang so eine schräge Brücke hinzubekommen, obwohl ich da wirklich echt nicht so gut bin. Aber ich gehe jetzt mein Baukit holen, um zu sehen, wie das gleich aussieht. So. Ich habe mir jetzt das Baukit geholt und auch gleich das Geld. Und jetzt würde ich mal kurz sehen, wie das aussieht. Das, ja doch, ich glaube, das ist ganz gut, aber ich würde sie gerne einen Ticken breiter machen. Dass sie einen Ticken größer ist. Ich glaube allerdings, dazu muss ich, das war falsch, dazu muss ich oben noch eine Reihe dazu machen, glaube ich. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Es kann sein, dass ich jetzt quasi hier irgendwie eine Reihe dazu nehmen muss, dass das dann gut aussieht. So.
So irgendwie. Wir testen das jetzt mal. Ah ja, so vielleicht. Wenn wir mal sehen machen, bitte. Okay. Ja, doch. Ach, was ist denn jetzt los? Ich glaube, das finde ich gut. So. Und oh, ja, das ist unsere erste Brücke. Es muss Tom natürlich gleich einen Kontrollanruf starten. Ne? Das sind wir ja gewohnt. Denn er will uns jetzt sagen, dass wir dem lieben Geroiden hier Geld geben müssen. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon eingesteckt. Weil wir schon wissen, was er von uns will. Oh, übrigens, was haltet ihr eigentlich von meinem coolen Leuchtoutfit? Das habe ich gestern noch auf einem Yard-Sale bekommen, als ich noch abends in meinem Bett gespielt habe. Ich finde es ziemlich süß bis jetzt, weil noch habe ich ja keine Schneiderei. Das heißt, ich muss jetzt noch Sachen tragen, die wir so finden. Ich habe immer noch keine passenden Schuhe gefunden. Aber ja, ich glaube, ihr habt den Sound auch gehört. Ich habe, glaube ich, gerade eine Nachricht bekommen, dass ich, wie sagt man so schön, nee, das wollte ich nicht, dass ich einen Bewohner abholen kann, was natürlich ziemlich cool ist. Ich muss jetzt hier kurz gucken, wie ich hier am besten weiter gestalte. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich glaube, wir lassen das so. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das gestalten will. Ich bin so schlecht im Wasserform. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, weiß ich nicht. Ich bin einfach nicht gut im Terraform mit Wasser. Aber okay, ich kann es ja nicht ändern, ne? Kann ich hier irgendwie... Ach ja, okay. Ich schaue jetzt mal, wer mir hier geschrieben hat und vielleicht kriegen wir dadurch einen Handel hin und dann gucken wir gleich weiter. So, im Moment haben wir tatsächlich 3 Bewohner im Angebot, die wir jetzt nach und nach bekommen können. Das heißt, ich bin gespannt und wir werden dann auch gleich noch ein paar Tage springen müssen, wenn wir den ersten Bewohner haben. Denn wir werden dann natürlich auch einen rauswerfen müssen. Aber wir werden sehen, ne? Ich werde das hier ein bisschen schief machen. Ich habe jetzt hier die eine Brücke. Vielleicht kriegen wir hier eine andere Brücke noch hin. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier... Ich kann mal kurz die Karte aufmachen. Um zu checken, wo wir sind. Okay, eine Brücke hier und eine Brücke hier. Und müssen wir mal überlegen, oben vielleicht die Nachbarschaft so ein bisschen zu machen. Und ja, hier jetzt vielleicht eher ein wenig nach unten zu gehen. Wir hier, dann können wir hier den Eingang so ein bisschen dekorieren. Und hier vielleicht mit dem Wasser dann irgendwie hin. Und noch überlegen. Hier haben wir das Wasser. Hier kommt die Brücke hin. Vielleicht irgendwie dann hier weiter rüber wandern, sodass vielleicht wir hier einen kleinen Fluss vorbeiziehen. Mal kurz überlegen, wie wir dann hier weitermachen. Hier noch einen. Und hier vielleicht, dass wir den so rüberziehen lassen. Mal hier ein bisschen versuchen. Wie gesagt, das ist so, Wasserscaping ist so ein bisschen nicht mehr meine Comfortzone. Das ist jetzt nichts, wo ich mir selbst irgendwie Talent-Skills-Punkte geben würde. Denn ich tue mich nach wie vor nicht sehr leicht damit. Das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, würde ich sagen. Ja. Also da werde ich wohl
auch in Zukunft immer noch ein bisschen ja, üben müssen, dass es so gut aussieht, würde ich mal behaupten. Ja. Aber ja, man kann nicht alles können, ne? Das seht ihr ja hoffentlich genauso. Aber man kann nicht alles können. Und ja, Wasserscaping gehört da jetzt nicht irgendwie ja, zu meinen besonders guten Skillpunkten hier in Animal Crossing. Da habe ich mich schon immer ein bisschen schwerer getan. Aber wir versuchen ja hier zu lernen und zu üben. Und deswegen, ja, habe ich mir überlegt, dass das zum Thema ja gut passt, nur ich halt nicht besonders gut bin. Aber gut, wir sind jetzt weit genug vom Eingang weg, würde ich sagen. Und ich lasse das jetzt erstmal hier so. Und ich guck mal, hier haben wir jetzt dann eine Doppelbrücke. Und ich habe mir für hier drüben überlegt, dass wir vielleicht irgendwie so ein ja, Flamingo-Teich oder so machen. Mal gucken, wie sich das hier jetzt am besten ja, gestalten lässt, würde ich mal behaupten. Haben wir vielleicht hier wie so ein Teich mit einer kleinen Insel oder so. Mal gucken, wie sich das so ja, am besten gestalten lässt, würde ich jetzt mal behaupten. Haben wir hier so hier abrunden. Dann müsste eigentlich auch ein Baum drauf gehen, oder? So vielleicht. Werde ich wohl hier ein wenig ausgraben müssen. Hier. Ah, wie gesagt, Wasser ist nach wie vor nicht so mein Steckenpferd. Ne? Aber ich versuche es. Und wenn man nicht versucht, kann man auch nicht weit kommen, richtig? Würde ich jetzt mal behaupten. Also wir versuchen hier natürlich schön in Ruhe auch irgendwas Schönes hinzubekommen. So vielleicht. Würde ich hier zumachen. Und hier. Und hier vielleicht. Und hier nach oben. Erzählt mir mal, wem von euch fällt denn hier Wasserterraforming leicht und wer hat genau die gleichen Probleme, die ich so habe? Denn ja, also ihr seht ja, ich bin wirklich nicht der mustergültigste Schüler hier. Also ich brauche hier definitiv noch einiges an Übung. Aber vielleicht finde ich ja während des Bauens hier in den 30 Tagen Gefallen am Wasserscapen. Das könnte wahrscheinlich nicht passieren, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, ne? Würde ich jetzt behaupten. So, dass wir das hier irgendwie noch verbinden. So. Haben wir hier. Kann ich das hier noch abschrägen? Sieht das jetzt okay aus? Oder sollte ich diesen einen, den hier wegnehmen? Ich glaube, wir nehmen den hier weg. Und hier könnte man dann mit so Flamingos oder so dekorieren. Und hat dann quasi hier am Eingang gleich so einen kleinen Flamingo-Bereich, Seepond, wie auch immer. Und hier, wenn man rüber geht, kommt man dann über diese Brücke oder vielleicht hier so ein
dass ich hier vielleicht irgendwie zumache und man hier so einen kleinen Schleichweg hat, um auf den Rathausplatz zu kommen. Das wäre doch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh, die beiden unterhalten sich. Was? Ich wollte nicht in den Puppen pieksen, entschuldige. Ich wollte wissen, was ihr so sagt. Ich wollte lauschen. Stanley grenzte zur Muckibude. Warum tust du dir das eigentlich an? Von nix kommt nix, Sportsfreundin. So sehe ich aus wie ein ganz mickriger Spargeltarzan. Verstehe. Und was passiert, wenn du richtig schön aufgepumpt bist? Ha, das hat mich noch niemand gefragt. Bist eine echte Sportsfreundin. Mal überlegen. Ach du heilige Muckibude, ich habe keine Ahnung warum. Wozu der ganze Terz, Mina? Du tust es für dich. Hä? Diese dicken Muskeln sind für mich selbst. Ich meine, natürlich sind sie das. Zum Beispiel hilft es mir enorm beim Putzen. Total praktisch, wenn man eine schwere Couch heben muss. Du Steffen, wenn du so gerne putzt, ich hätte hier ein ganzes Haus, da kannst du dich austoben. Könnte ich dich sofort einstellen. Gar kein Problem. Ich zog aus. So habe ich das ja noch nicht betrachtet. War noch nie betrachtet. Hast mich überzeugt. Werd auch direkt mit Sport anfangen. Und zwar gleich morgen, Bumm. Ja, das sage ich mir auch schon seit ganz vielen Jahren, dass ich morgen anfange zum Trainieren. Auf jeden Fall. Und man könnte hier das hier verbinden, oder? Jetzt warte mal. Jetzt habe ich eine kleine Idee hier, wie wir das vielleicht verbinden können hier. Also wie hier das so. So. Oh, jetzt habe ich mich selber auf eine Idee gebracht. Ich bin ja schon ein bisschen erstaunt, dass ich mich selber auf Ideen bringe. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich ganz cool aussehen. Mal kurz schauen hier. Das hier noch da. Hier. Kann ich dich noch ein bisschen breiter machen? Du nicht ganz so, ja, einsam aussiehst irgendwie. So. Kann man das so ein bisschen verbinden? Das würde mir gefallen, wenn man das so ein bisschen verbinden kann. Ja. Wie hier. Und dann hier hoch und irgendwie dann mit dem da oben verbinden. Was meint ihr? Nicht wieder zuschaufeln. Wieso mache ich das denn immer? Das ist sehr unfassbar. Irgendwie hier. Jetzt haben wir zumindest schon mal ja. Und dann schaufel ich wieder zu. Wieso tue ich denn sowas? Hier zumachen. Und dann mache ich wieder zu, obwohl ich das gar nicht will. Also manchmal stehe ich anscheinend echt total dämlich mit meinem Charakter, sodass ich irgendwie immer das Falsche mache. Ja, ich stehe einfach echt doof. Hier. Also falls ihr jetzt schon genervt weggeschalten habt, kann ich euch verstehen. Ich würde mir beim Wasserscapen, Wasserformen, wie auch immer, ich würde mir wahrscheinlich auch nicht zuschauen wollen. Also ich kann euch ein bisschen verstehen, falls ihr den Teil skippen wollt und so. Das ist irgendwie verständlich so. Kann ich nachvollziehen, würde ich jetzt behaupten. So, können wir das hier noch schief machen? Und das hier? Hier lang. So irgendwie. Und hier vielleicht irgendwie das hier noch so rüberziehen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Fläche, um da so ein bisschen Dschungel reinzumachen. Und hier könnte man dann in den Wasser. Das Wasser hier nach oben irgendwie mitziehen und vielleicht hier dann mit dem verbinden. Und hier wollte ich einen kleinen Wasserfall machen irgendwie. Nur kurz irgendwie schauen, dass man das. Oh.
Ich wollte hier eigentlich, ja. Okay. Und das lässt es mich nicht tun. Dann machen wir das Ganze halt vielleicht andersrum. So vielleicht, dass wir hier einen freilassen und oben noch Wasser hinmachen. So irgendwie. Hier und hier. Und dann überlegen wir uns noch, wie wir das verbinden wollen. Aber ich kann ja dann das Wasser hier so runterziehen, dann, dass sich das hier so trifft. Und vielleicht so ein bisschen verschlängelt irgendwie hier so lang oder so. Mal überlegen, wie genau ich das mache. Aber ich warte jetzt auf jeden Fall, bis Hayley für mich den Bewohner geladen hat. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Bewohner bei Hayley abholen. So, jetzt hatte ich euch fast vergessen mitzunehmen. Wir haben Nico bekommen von einer sehr lieben Bekannten, also neuen Bekannten aus Facebook. Die hat auf meine Anzeige geantwortet und meinte, sie könnte mir Nico gerne auf Kisten setzen. Und ich zeige euch jetzt gleich auch wo. Denn wir haben ihn uns jetzt abgeholt und jetzt gehen wir natürlich noch Danke sagen. Sie hat uns total lieb auch eine Röhre hier vors Haus gestellt. Da springen wir jetzt natürlich wieder durch. Ich habe ihr auch ein paar Meilen als Danke dagelassen. Und jetzt fliegen wir wieder zurück. Das war sehr lieb von ihr und ich bin ihr super, super, super dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht hat. So, wir sind gelandet und dann schauen wir gleich, ob hier natürlich auch alles richtig verkauft wurde. Und wir haben morgen Nico hier. Darüber freue ich mich sehr. Und dann würde ich sagen, springen wir einen Tag weiter. So, ich bin jetzt schon nochmal ein bisschen rumgesprungen und habe den Campingplatz versetzt und die zweite Brücke gebaut. Und jetzt bin ich gerade dabei, jemanden von der Insel zu kicken. Denn ich habe jemanden, der gleich zwei Bewohner ja für uns laden würde, wie ich erzählt habe vorhin. Und jetzt versuche ich quasi, einen Bewohner erstmal loszuwerden. Bettina möchte hier bleiben, du dürftest ausziehen. Hier ist Nora drin, die dürfte ausziehen. Quinn, Erwin darf ausziehen, er möchte aber nicht. Okay. Juna darf da bleiben. Haben wir hier irgendjemanden? Das müsste Junas Haus sein, oder? Ja. Okay, hier ist jemand zu Hause. Nico muss sowieso bleiben, der ist erst eingezogen. Da sitzt er auch. Ich dachte, er ist zu Hause. Okay. Jasmin muss bleiben. Gerd ist auf der Insel. Hier war der Campingplatz. Steffen möchte uns etwas erzählen. Okay, das heißt, wahrscheinlich zieht heute niemand aus. Okay. Dann gucke ich noch kurz hier weiter und dann springen wir ein paar Tage weiter, würde ich sagen. Was haben wir jetzt für einen Tag? Es ist der Dienstag. Okay, wir springen noch ein paar Tage weiter. So, ein paar Tage später sind wir jetzt schon im Herbst. Ihr seht, das Gras wird ein bisschen grüner, ein bisschen weniger grün, wollte ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach gleich wieder hier nach unten. Und starten hier links bei den Bewohnerhäusern. So, Bettina ist nicht zu Hause. Nora auch nicht. Erwin auch nicht. Conny ist auch unterwegs, aber Conny möchte nicht ausziehen. Das ist schon mal gut. So, haben wir hier jemanden, der ausziehen möchte? Nein, Nico ist auch brav unterwegs. Du musst sowieso hier bleiben. Du möchtest nicht ausziehen. Oh, Tina ist da. Erwin möchte auch nicht ausziehen. Okay. Dann gucken wir nochmal kurz hier rüber.
aber es sieht nicht so aus, als würde dir jemand ausziehen wollen, den ich loswerden möchte. Da habe ich so das Gefühl. Steffen ist hier unterwegs. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal und kaufen was bei Tina. So. Hi Tina, was hast du denn für uns dabei? Ich hätte gern die Schneiderei. okay, wir kaufen mal diese Kunststoffschlappen. Danke. Okay. So, was haben wir hier noch? Ja, ist jetzt eigentlich nichts, was ich unbedingt habe. Dann kaufen wir halt noch die Socken, ne? Okay, gut. Und dann haben wir jetzt welchen Tag? Damit wir nicht auf den Samstag oder Sonntag spulen. Nee, das passt. Wir haben Donnerstag. Okay, gehen wir mal kurz eine Runde, aber hier ist niemand, der ausziehen möchte. Gut, wir springen weiter. So, leider war ich zu langsam. Ich habe noch keinen gefunden, der ausziehen möchte, aber unsere neue Bewohnerin ist schon auf Kisten. Das heißt, wir kaufen jetzt den letzten Plot, den ich noch habe, und holen sie uns direkt, bevor wir sie nicht mehr haben können. So, hier holen wir uns gleich mal den letzten Plot ab, den wir dann natürlich auch platzieren werden. So, ja, danke schön. Ja, ich schaue mich um. Danke, 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 danke. So, und jetzt gehen wir und platzieren den Plot und dann fliege ich direkt zur Insel. So, ich habe hier direkt einen Platz gefunden. Ich wollte sie so ein bisschen hier auf dieser kleinen Insel haben, die wir hier am Eingang haben. Und jetzt fliegen wir auch direkt schon mal los. So, wir sind angekommen bei der lieben Feli mal wieder. Gucken wir mal. Wir folgen ihr gleich, weil sie hat gemeint, sie würde danach gern ins Bett gehen. Ah, das sieht einfach so schön aus hier. Oh, sie hat da hinten weiter dekoriert. Oh, okay. Sie hat auch coole Design-Codes. Muss ich hier schon lassen. Oh, sie hat Nadi. Ist das süß. Ja, dann gehen wir mal hier rein und besuchen unsere neue Bewohnerin, würde ich sagen, und holen sie auch ab. Oh, seht ihr, da ist sie. Also wenn sie nicht perfekt auf die tropische Insel passt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, du brauchst mich. Du kannst zu mir kommen. Guck mal, ich finde ihre Nase so süß. Oh Gott, ist sie cute. Oh. Ich glaube, sie ist die hübscheste große Schwesterbewohnerin von allen. Ich mag sie irgendwie am liebsten, beziehungsweise sie gefällt mir am besten. So. Ja, dann würde ich sagen, wir reden nochmal mit ihr. Und jetzt gehen wir noch Tschüss sagen und bedanken uns natürlich, weil das ist mega lieb, dass sie uns Fate überlässt. Und da. Und dann würde ich sagen, ich glaube, hier lang geht's, oder? Wo geht's denn zurück? Oh. Ah, okay, sie drückt uns weg. Das ist super. Also, wir sind wieder auf der Insel und wir haben ein Gespräch zu belauschen. Oh, doch nicht. Oh nein, ich dachte, man kann die beiden jetzt belauschen. Ach, Menno. Ach, Menno. Aber wir können jetzt hier gleich mal checken. Wir haben das Haus von Fienchen. Das heißt, wir springen jetzt einen Tag in der Hoffnung, dass dann Tina wieder da ist und wir die Schneiderei bekommen können. So, ich bin am nächsten Tag. Fienchen ist eingezogen. Und ich würde jetzt hier gleich mal ein paar Ranken rausholen, die wir bekommen haben. Denn ich habe keine Lust mehr hoch und runter zu klettern mit der Leiter, das ist anstrengend. So, wir hängen jetzt hier einfach ein paar dekorativ rund um das Plateau, würde ich mal behaupten.
weil dann haben wir hier ein wenig Deko dran und können aber auch hoch und runter klettern, was ich ganz gut finde und was bestimmt auch ganz cool aussieht dann. So, wir hier hinten noch eins hin machen und dann klettern wir da wieder hoch. So, hier haben wir einen hingehängt und hier wollte ich noch einen hin haben. Und ich habe in der Durchsage gehört, dass wir Besuch auf dem Campingplatz hier haben. Und dann können wir eigentlich hier auch gleich ein paar Ranken hinhängen. Wir können einfach mal neugierigerweise gucken, wer uns da besucht. Wir können ihn ja eh nicht nehmen. Aber ich bin neugierig, wen wir hier gleich haben. Und deswegen möchte ich einfach gucken, weil ich bin neugierig. Ihr kennt mich ja. Wenn ich jetzt hier eine Ranke hinmache, kann ich dann danach noch den Busch oder so hinmachen? Müssen wir testen wahrscheinlich, ne? Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, ich auch nicht. Also hochklettern kann ich nicht, das weiß ich. Aber wir können jetzt hier hochklettern. Wie ihr seht, habe ich hier markiert, wo ich Bäume eventuell setzen möchte. So. Und jetzt gucken wir einfach mal, wen wir hier haben. Und ich habe schon gehört, dass wir nicht Tina zu Besuch haben, weil wir haben ja einen Campingplatzbewohner. Dann glaube ich nicht, dass wir Tina haben, aber wir checken das mal. Oh, Chibi, glaube ich, heißt der, oder? Ja, hi Chibi. Du musst leider hier bleiben. Tja, dann würde ich sagen, haben wir Glück, denn Tina ist sogar da. Und dann können wir uns gleich die Schneiderei abholen. Und eventuell überlege ich mir hierfür auch gleich einen Platz. Dann müssen wir sie nicht an dem Strand platzieren. Vielleicht kriegen wir das ja gleich mal hin. Und dann können wir uns ein paar Designcodes runterladen. Ich würde jetzt dann quasi einfach die nächsten 2 Tage gleich springen. Und dann sollte die Schneiderei eigentlich stehen. Aber jetzt würde ich gerne vorher überlegen, wo ich sie hinpacke. Und da ist der Eingang hier. Wo könnte sie denn gut hinpassen? Ich bin tatsächlich echt schwer am Überlegen, wo wir sie hinsetzen sollen. Ich tendiere fast dazu, dass ich hier den Fluss weiter nach oben ziehe und hier irgendwas Kleines mache. Und dass wir die Schneiderei einfach hier hinsetzen. Siehst du, hier würde sie, glaube ich, ganz gut aussehen. Und nehmen wir sie einfach mal hier hin. Und dann machen wir das schon irgendwie möglich, würde ich sagen. Und dann können wir eigentlich, bevor ich gleich die nächsten 2 Tage springe, hier den Fluss weiter nach oben ziehen, sodass ihr seht, was ich meine. Nochmal überlegen, dass wir hier so... Passt hier noch eine Brücke hin? Können wir hier noch eine Brücke hin machen? Irgendwie hier so. Mal kurz überlegen, ob das nicht so nah an der Schneiderei ist. Aber das könnte tatsächlich ja noch funktionieren. Dass wir hier vielleicht tatsächlich noch eine Brücke hin machen können. Ach Mann, Steffen, du bist im Weg. Sind eure Bewohner auch immer im Weg oder bilde ich mir das ein? Dass die ständig im Weg rumdümpeln. Kann mich hier eine Brücke hinmachen? Nein, das wollte ich nicht. Ich mach das wieder zu. Weil dann könnten wir die auch gleich bauen lassen bis zum nächsten Tag. Ich teste das jetzt einfach, ob das zu nah ist oder ob das tatsächlich klappt. Denn das wäre ziemlich cool. Dann haben wir so einen dreifachen Brückenmoment, den ich auch ziemlich cool finden würde. Mal eben testen, ob der Platz hier ausreicht oder ob das nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe mal kurz eine Brücke holen. So, mit der Brücke in der Hand schauen wir mal, ob das hier reicht oder es reicht sogar. Ja, dann pack die mal dahin bitte. Dann kann ich nämlich auf der anderen Seite da weiter terraformen. Das ist gar nicht so schlecht, weil dann können wir gleich noch springen und uns das Design-Tool
holen und uns die Designs runterladen, denn immerhin sind wir schon an Tag 5 und ich habe noch absolut nichts angefangen zu dekorieren, sondern ich war wirklich jetzt lange damit beschäftigt, Items zu besorgen, was jetzt nicht schlimm ist, weil ich habe es mir ja selber ausgesucht, ne? So ist es ja nicht, also ja, ihr wisst, was ich meine. So, mal hier gucken, dass wir irgendwie eine coole Mischung an Terraform hier fertig bekommen. Ich würde hier gerne wirklich auch viel mit Wasserfällen arbeiten. Das würde ich ziemlich cool finden, muss ich sagen. Und das fände ich wohl sehr cool. Aber Jens, das ist ja immer nicht. Also ich bin ja nicht der gute Wasserterraformer, wie ihr seht. Denn ich schütte ja immer wieder alles zu. Da drin bin ich ja große Klasse, habe ich festgestellt. So. Ja. Wird das hier irgendwie so. Haben wir hier noch eine Mitte. Steffen, das ist nicht der gute Zeitpunkt für dich, um da rumzuspazieren. Steffen, du bist hier. Geh bitte. Mann, Steffen, du bist anstrengend. Immer taucht er da auf, wo ich ihn nicht haben will. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so furchtbar. Oh Gott, in meinem Kopf, um das so hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle, ist echt nicht so einfach. Ich bin echt nicht so der Meister im Wasserterraform. Aber ich glaube, dass das ganz gut aussieht, oder? Was meint ihr? So, was sagt ihr? Ich höre. Hier vielleicht noch einen Ticken größer. Und wenn wir dann da nach oben klettern, dann habe ich jetzt keine Ranken mehr, um das da irgendwie hinzubekommen. Aber könnte ja hier dann der Wasserfall sein. So vielleicht und so. Und dann hier vorne noch ein Wasserfall. Vielleicht auch zwei, der muss ja da unten nicht so vielleicht ein bisschen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und oben kümmern wir uns dann später darum, wie das da weiterfließen soll. Aber das ist doch mal gar nicht so schlecht. Wir haben dann, die packe ich jetzt mal kurz ein, damit sie da nicht mehr im Weg rumsteht. Wir haben dann hier quasi so einen dreifachen Brückenmoment. Vielleicht brauche ich, aber ich lasse mir diesen Geheimgang hier, weil dann muss ich nicht immer da außen rumrennen, wenn ich zum Rathaus will. Aber das könnte mir gut gefallen. So, das Haus hier finde ich auch gut. Und ich würde auch hier quasi hier rum anfangen. Oh, Laura, was möchtest du denn? Oh, da haben wir wieder ein Gespräch zu belauschen. Dankeschön. Begrüßung. Ja, die würde ich nehmen, damit ich Leute begrüßen kann. Vielen, vielen Dank. So, jetzt gucken wir mal und belauschen die beiden. Oh, natürlich lassen sie mich nicht lauschen. Wieso lasst ihr mich denn immer nicht lauschen? Ihr unterhaltet euch immer so gut und ich? Oh Mann, oh. Ach ja, weil ich so viel rumgesprungen bin. Na, ja gut, das kann ich verstehen. Wir bekommen sogar Meilen dafür, dass ich sie angequatscht habe. Na gut, ich will mich jetzt mal nicht bescheuern. Ja, cool. Das ist mega. Mega, mega, mega. So kann ich mir das gut vorstellen, wenn man hier so reinkommt, den Doppelbrücken-Moment hier und dann geht man weiter und hier ist dann ein Haus und die Brücke. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich springe jetzt nochmal, bis die Schneiderei gebaut wurde und dann sehen wir uns wieder zum Code runterladen. So, die Schneiderei hat geöffnet, dann gehen wir mal rein und lassen uns gleich von Tina vollquatschen. Beziehungsweise ich würde sagen, ich lasse mich vollquatschen. Und ich besorge das Design-Tool und dann suchen wir gemeinsam ein paar Design-Codes raus. So, ich habe jetzt mal die ganzen Design-Codes rausgesucht, die ich mir auf Pinterest gespeichert habe. Und jetzt gucken wir uns die mal in Ruhe durch. Und da habe ich schon mal das Problem, dass man wieder die Hälfte nicht lesen kann. Was heißt das denn? Hallo. Was ist denn das letzte? Ach, eine 6 soll das sein. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob es den Path noch gibt. Ah ja, sehr schön. Okay. Hier haben wir schon mal
ein wenig Fluss. Ich weiß noch nicht, ob ich den nutzen will. Ich speichere ihn quasi mal ein wenig nach unten. Wir haben hier die tropischen Flower, die mir gut gefallen. Aber hier ist der, den ich ganz cool fand. Genauso wie diese Decke, die ich ganz schön fand. Und diese, die hier weiß ich noch nicht. Aber die hier würde ich auf jeden Fall jetzt mal ja, mitnehmen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, ich glaube, es sind noch andere, oder? Hier, ein bisschen verwirrt jetzt. Okay, ich speichere mal die hier erstmal. Und ihr seht ja jetzt quasi hier unten auch den Code, falls ihr die gleichen Codes haben wollt. Ich werde die nebenbei auch aufschreiben und sie in die Infobox dann eben jetzt ab diesem Video packen, dass jeder die Designs auch selber finden kann, wenn er sie denn haben möchte. Ich speichere jetzt hier einfach mal alle und dann gucken wir gleich, was wir noch so finden. So, und während des Aufnehmens habe ich jetzt gemerkt, dass es hier gar kein Mittelstück gibt. Das heißt, ich muss mir leider einen anderen Strandpath suchen. Ja, ich werde jetzt hier von dem Path einfach, also von dem Designer hier, diese Sachen hier speichern, aber nicht den Sandpath. Aber das ändere ich dann quasi auch in der Infobox. So, ich habe jetzt ein bisschen umgeschaut. Ich bin immer noch beim selben Creator Colony. Ich glaube, ich habe keinen Sandboden gefunden, der mir irgendwie gut zusagt. Und deswegen nutze ich hier mal diese Tropical Road. Und dann schauen wir mal, was hier sonst noch so ja, zu finden ist. Aber die finde ich jetzt schon mal ganz gut. Ich kann sie ja noch ändern, allerdings verlinke ich jetzt erstmal die auch in der Infobox, falls die auch jemand nutzen möchte. Und ich habe noch ganz viele Codes, die ich gerne runterladen möchte. Und natürlich nehme ich euch da gleich auch noch mit. So, und dann habe ich so einen ja, bastartigen Teppich gefunden. Den kann ich mir auch ganz gut vorstellen, um so ein paar Bereiche auch am Strand vielleicht zu dekorieren. Den fand ich auch echt sehr cool. Und den würde ich jetzt direkt auch mal speichern. Dann schauen wir mal, wie viel Plätze der hier braucht. Aber der sollte eigentlich nicht so viel Platz wegnehmen. Der kommt jetzt mal hier hin. Genau. So, jetzt bin ich hier gelandet und hier habe ich gesehen, hat jemand eine total süße Auswahl an dieser tropischen Kleidung. Ich muss jetzt nur noch mal kurz die Seite hier aufmachen, wo ich das gespeichert habe, denn ich glaube, das waren hier schon die oberen, genau. Also, ich zeige sie euch nochmal, denn die sind wirklich super cute. Und wir haben hier quasi einmal dieses Hawaiian Day, das ich mir gerne speichern möchte. Das fand ich super süß. Das speichern wir mal. Dann habe ich dieses Tropical Sassy. Das müsste das hier sein, genau. Das wollte ich gerne mal abspeichern. Und dann haben wir noch ein Tropical Vista oder so, genau. Das möchte ich auch gerne speichern. Dieses Dead on Vacation ist auch ganz cool, aber ich möchte ja gerne irgendwas ja, Kleidermäßiges tragen. So, jetzt sind wir hier auf der Suche nach so gelben und hier, die hier habe ich gesehen. Ich fand diese beiden, also diese vier ganz süß, aber die sind mir fast zu viel. Ich würde das hier gerne speichern. Genau. Und das andere quasi in dieser roten Farbe. Das sind mir fast so viele Blumen auf einem Fleck, aber die finde ich wirklich gut. So, hier habe ich ein Tiki Roof
hier gefunden, das mir sehr gut gefällt. Und das würde ich auch gerne mal speichern. Jetzt machen wir hier mal kurz ein neuen Ding auf, dass wir das hier hin machen. So, hier habe ich gesehen, dass es hier jemand so coole, tropische Muster hat, die mir gefallen. Und ich finde auch diese Seashells irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Also die finde ich gut. Ich würde gerne das hier und das hier mal speichern. Das kann man auch irgendwie als Inselflagge, glaube ich, gut nehmen. Das hier finde ich auch ziemlich cool. Ich habe zwar noch eins gefunden, so ein tropisches Menü, aber ich glaube, mir gefällt das hier fast besser, muss ich sagen. Also ich nehme mal das hier mit und das hier mit. Genau. Und dann würde ich noch gerne dieses Seashells mitnehmen und dieses Palm Leaf und das Tropical Menü. Das nehmen wir auch mal mit. Und dann schauen wir uns mal das andere noch an, was ich rausgesucht hatte. Weiter geht's mit einem Tiki Bar Sign, das mir gefallen hat. Das ist das hier. Das würde ich auch gerne mitnehmen erstmal. Das finde ich ganz cool. Ich weiß noch nicht, vielleicht finden wir noch ein anderes, aber das finde ich eigentlich ziemlich cute. Das ist ja auch irgendwie witzig. Das ist auch gut gemacht. So, hier habe ich gesehen, hat jemand diese cute Mystery Island Map gemacht und die würde ich gerne speichern. Vielleicht können wir damit unseren Steg so ein bisschen dekorieren. Auf alle Fälle fand ich die ziemlich cool. So, ich habe gesehen, jemand hat so eine Art tropischen Ausblick, so wie hier diese Fenster gestaltet. Ich muss jetzt gerade nur suchen und nebenbei sollte ich vielleicht einfach das Bild von Pinterest aufmachen. Hier, die drei müssten das sein. Die finde ich mega cool. Und die würde ich auch gerne speichern. Ich speichere die mal ganz nach unten. Das mache ich auch. Ich muss noch mehr Designmuster freischalten, bevor wir hier weiter rumladen können. Aber das macht nichts. Ich muss ja auch, ich stehe immer noch in der Schneiderei. Ich muss noch die App kaufen, dass wir das quasi nicht nur in der Schneiderei nutzen können, sondern dass wir das auch unterwegs nutzen können. Aber für jetzt haben wir eh nur noch ein Designmuster, das ich glaube ich runterladen möchte. Oder nee, ich glaube, das war jetzt sogar schon mal alles. Bis auf, wo ist es denn? Hier. Das hier wollte ich noch runterladen, beziehungsweise mir mal anschauen, wie das aussieht. Da haben wir die 011999985311. Es gibt so ein, jetzt so Blätter. Ich zeig's euch gleich. Ich bin nicht so gut im Beschreiben. Ich zeig euch, was ich meine. Das sieht auch ziemlich cool aus. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Also vielleicht das hier mitnehmen und. Das heißt halt der falsche Name, ne? Aber das hier würde ich gerne mitnehmen. Aber ich wollte euch jetzt zeigen, weswegen wir. Oh, hier hat jemand. Deswegen bin ich hier. Das fand ich ganz cool. Und hier hat jemand ziemlich viele coole Designs. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Tropical Touch mit. Und dann schauen wir gleich noch. Das speichern wir mal hier mit rein. Und dann gucke ich mir mal noch die anderen an, ob wir da noch vielleicht irgendwas mitnehmen wollen. Die sind alle ziemlich cool, muss ich sagen. Also für den Sand brauche ich dann auch noch, ja, ein paar Designs. Hier ist jemand ziemlich kreativ. Also ich will das hier gerne noch mitnehmen. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Genau. Und komm mal her, die speichern wir auch hier einfach rüber. Und dann sind wir jetzt erstmal fertig, würde ich sagen, mit Design Codes. Und ich gehe jetzt mal zum Rathaus, um die Sachen einzulösen. So, ich habe jetzt alle Sachen geholt und das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt ausziehen willst, oder? Ich wollte die ganze Zeit jemanden loswerden und du? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, tschüss.
Tschüss, Bettina, wirklich tschüss. Ich glaube, ich spinne. Unglaublich. Ja gut, dann kann ich nebenbei schon wieder den Post machen, den Post, dass ich einen Bewohner suche. Und ich würde jetzt gerne hier anfangen zu dekorieren mit euch, während wir darauf warten, quasi, dass jemand uns einen Bewohner anbietet. So. So, ich habe kurz den Post abgesetzt. Den Post, ich kann heute nicht reden, das tut mir leid. Den Post. Und jetzt, nein, ich wollte das nicht, ich wollte hier hin. Ach, ich habe das noch gar nicht. Ja gut, dann gehe ich mir das mal kurz, kaufen. Ja, ihr habt nichts gesehen. So, ich habe es gerade freigeschalten und ich glaube, dafür haben wir Meilen bekommen, weil ich Meilen ausgegeben habe und ich muss unbedingt was umgestalten, denn dafür kriegen wir fünffach Meilen. Aber jetzt sollte ich das hier benutzen können. Genau, jetzt können wir anfangen hier zu dekorieren. Ich muss nebenbei gucken, hier hat gerade jemand geschrieben aus einer Facebook-Gruppe, dass sie mir ein Amiibo laden könnte. Oh, ich muss gucken, wie kann ich das denn am besten hier? Welcher von den drei gefällt mir denn am besten? Ich glaube, ich nehme den hier irgendwie. Der ist, glaube ich, ganz gut so. So, und dann so hier irgendwie. Ich glaube, wir machen den doch nach hier quasi. Weil hier ist... Ich kann mir nicht entscheiden, wo ich ihn hinhaben will. Weil hier könnte ich eine Blume hinsetzen, oder? Dann machen wir ihn doch hier hin. Und dann gucken wir mal, wie weit kriege ich dich dann, wenn ich dich hier hin mache. Kann ich den hier irgendwie hier hin machen? Also ich will gerne das hier jetzt verbinden, wenn ihr wisst, wie ich meine. Kann ich das hier irgendwie so machen? Nee. Okay, hier so vielleicht. Ich würde sagen, ich finde jetzt hier irgendwie einen Weg raus, wie ich hier den Pfad gestalten möchte. Und dann dekorieren wir weiter und hoffen, dass ich ein Angebot von jemandem bekomme, um einen Bewohner zu laden. Das ist nämlich ziemlich, ja, hier, ihr habt es gerade gehört, die haben mir, glaube ich, gerade geantwortet. Die ist immer super fix mit Antworten. Die bietet öfter mal an, dass sie jemanden, einen Wunschbewohner, umsonst quasi lädt. Und das würde ich wieder gerne in Anspruch nehmen, so ein bisschen. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was sie geschrieben hat und sehen uns dann gleich wieder. So, wir holen jetzt ein bisschen was zum Dekorieren hier raus. Jetzt mal gucken, wie wir hier am besten dekorieren wollen. Brauche ich die? Weiß ich noch nicht, aber wir nehmen es jetzt mal mit. Wir nehmen noch ein bisschen Leuchtenmoos mit und vielleicht Unkraut. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier so habe, dass ich da so eher als Dekoration so ein bisschen nutzen kann. Wir haben ja jetzt nicht die riesen Auswahl an Sachen, sondern ich habe ja nur Sachen, die wir geschenkt bekommen haben und die wir in Nuckersonnen ergattern konnten, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie ich das am besten ja dekoriere. Ich habe ein paar Flamingos, auf die habe ich geachtet quasi, ob jemand welche davon loswerden möchte. Genau, die habe ich dann eingesteckt. Wir haben ein paar Gartensteine. Davon können wir vielleicht mal welche mitnehmen. Und das da könnte ich mir cool vorstellen, wenn wir das so ein bisschen reinbauen. Ja, aber so viel Auswahl, muss ich sagen, haben wir da jetzt gar nicht, um da großartig zu dekorieren. Aber das macht nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin dann, dass wir da hier gut dekorieren können. Ich habe hier schon mal Sand hingesetzt, denn ich weiß ja, dass wir für die Kokosnussbäume, die ich pflanzen möchte, ja
Sand drunter brauchen, sonst wachsen die ja nicht. Wollen wir das hier vielleicht hier hin machen? Okay. Dann gehe ich mal noch ein paar Blumen holen, würde ich sagen. Die brauchen wir auch noch. Da würde ich gern, nehmen wir mal hier die grüne mit. Und ein bisschen rot können wir mitnehmen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir noch den rot. Den rot, genau. Den rot, den roten Blumen nehmen wir noch mit. Diese rote Blume, wollte ich sagen, nehmen wir noch mit. Dann haben wir Orange. Und Gelb. Und vielleicht nochmal eine schwarze oder so. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich nicht besonders weit. Was haben wir hier drüben noch? Die hier in Blau. Hier haben wir auch noch was, was wir noch nicht benutzt haben. Und hier drüben die gelbe Tulpe wäre ganz cool. Und vielleicht nehmen wir noch so eine lila Rose oder so mit. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Rosen benutzen will. Mal schauen, die zwei würde ich noch gern mitnehmen. Und dann gucken wir einfach, wie sich das so, ja, gestaltet, sag ich mal. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit, um hier ein bisschen zu dekorieren. So, was machen wir hier hin? Vielleicht die gelbe Cosmea. Und wenn wir hier gelb haben, kann man hier ja den roten, das müsste der hier sein, den hier hin machen. Und hier vielleicht einen Bambus pflanzen. Den können wir dann stunnen, indem wir hier was pflanzen, würde ich sagen. Gut, dann haben wir hier eine Palme, die würde ich auswachsen lassen. Und dann vielleicht dahinter das Rote hier. Und dann haben wir einen gelben Busch. Und hier vielleicht dahinter nochmal einen Bambus setzen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und hier würde ich ein Leuchtmoos vielleicht hinmachen. Das ist ganz cool. Und hier würde ich dann so einen sneaky Pfad irgendwie oder von unten den Pfad kommen lassen. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil wir hier einfach eher voll dekorieren, sage ich mal. Dass hier vielleicht die grüne Chrysantheme hinkommt. Und dann können wir hier noch. Nee, das geht nicht, weil da der Bambus ist, ne? Aber die müsste ja auch hier wachsen, oder? Wir sehen es einfach. Wir pflanzen jetzt einfach hier mal noch eine Palme rein. Hier so. Okay. Vor diese Palme setzen wir mal nochmal ein Leuchtmoos. Und daneben würde ich eine orangene. Hier könnte man einen roten Busch setzen. Und hier vielleicht nochmal Blumen auf den Boden packen. Irgendwie das. Und vielleicht so einen Zaun draufstellen. So vielleicht. Und dann kann man hier so einen kleinen Pfad anfangen. Mal schauen, wie wir das am besten machen. Dass wir hier so einen Pfad. Machen wir kurz hier dich nach da. Du kommst dann davor. Oh, nee, das wollte ich nicht. Mann, Harvey, geh weg, ich möchte dich nicht ansprechen. Geh bitte weg. Hier brauchen wir dann das. Und dann, glaube ich, platziert sie das hier. Und das hier, oder? Ja, okay, cool. Hier müssen wir vielleicht nochmal größer werden. Aber ich würde das tatsächlich in die andere Richtung größer machen. Dass man hier, da mal kurz in Ruhe überlegen, wie ich hier den Boden platziere. Ja, nee. Wie ich glaube, ich platziere jetzt den Boden und dann dekorieren wir weiter. Ich habe jetzt für alle Bäume zumindest mal einen Platz bekommen. Ich würde tatsächlich entscheiden, wie ich die dann am Ende platziere, müssen wir überlegen.
Aber ich möchte jetzt gerne hier noch ein bisschen mit euch, ja, Blumen und Leuchtmoos und das so alles so ein bisschen verteilen. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben das Blaues noch gar nicht genutzt, nicht wahr? So, und hier kann man ja dann diesen cuten Holzpfad nutzen. Den kann ich ja ein bisschen durchbrechen, indem ich hier Blumen oder so auf den Boden packe. Und vielleicht auch ein Leuchtmoos. Und dann erst wieder diese Holzplanken. Die wir hier zumachen. Und dann vielleicht noch mit Unkraut pflanzen. Dann kann ich hier Holzplanken noch hinmachen. Das finde ich ganz süß. Und hier vielleicht gleich nochmal. Und hier ist jetzt nicht so viel Platz zu dekorieren. Ich würde hier tatsächlich einen Busch hinmachen und hier vielleicht noch ein Leuchtmoos und machen wir so eine rote Blume hin. Das kann ich gut, ja doch, das glaube ich könnte gut aussehen. Hier rum, da haben wir was zum Sonnen. Was habe ich denn jetzt noch mitgenommen? Die Leuchtmoosstatue, die kann ich mir hier gut versteckt vorstellen. Allerdings möchte ich den Bambus hier vielleicht ja stunnen, dass wir den hier reinschieben und hier ein Unkraut hinmachen. Und hier würde mir vielleicht die schwarze Tulpe gut gefallen. Und dann fehlt mir noch ein bisschen Gelb hier, dass ich Gelb vielleicht hier hinmache. Und hier, was haben wir jetzt noch im Inventar? Was habe ich mitgenommen? Genau, die Steine habe ich mitgenommen. Das ist eine gute Idee, den Felsen vielleicht hier hin zu machen. Aber vielleicht drunter irgendwie eine Blume oder so, damit es nicht so nackt aussieht. Ich mag das nicht so gern, wenn unter den Items nichts ist. Weil dann guckt es wenigstens so ein bisschen, oh nicht die Mülltonne, schon den Gartenfels. Mit dem so hindrehen. Genau. Und dann kann man hier, haben wir einen Busch, nicht wahr? Hier nochmal Unkraut hinsetzen. Hier kommt dann nochmal ein Busch hin. Das dannen wir. Die Palme lasse ich auswachsen. Den stunnen wir. Den würde ich stunnen, das auch. Vielleicht lassen wir die hier wieder auswachsen, da muss ich mal schauen. Und den lassen wir auswachsen und den hier nicht. Aber das können wir jetzt immer nicht machen, denn wir müssen jetzt erstmal warten, bis ich einen Bewohner bekomme. Ich glaube, hier machen wir nichts drunter. Dann habe ich noch den Leuchtmoosstuhl, den könnte ich mir hier gut vorstellen. Der ist ja grün, oder? Ja, perfekt. So hin und hier daneben vielleicht noch die blaue Blume und hier haben wir noch was Rotes. Wir dekorieren jetzt mal nur hier und hier hinten, denn hier drüben würde ich noch schauen, wie das dann aussieht, wenn die Bäume höher gewachsen sind. Okay, wir haben jetzt noch mal einen Stein, den kann ich mir auch hier gut vorstellen. Und unter den Stein setzen wir einfach mal noch so einen Haufen Dreck. Und den platzieren wir hier. Und hier nebendran vielleicht noch mal ein Zaunstück. Mit dem hier. Genau. So, hier kann man auch noch mal ein bisschen Leuchtmoos haben wir hier schon. Und hier vielleicht nochmal so einen Busch hinsetzen. Und dann die rote Blume hier noch rein. Das lassen wir mal noch, aber hier können wir noch was hinmachen. Aber da muss auch was drunter, das geht sonst so nicht.
Tropische Blümchen. Und da wollte ich die Bambuskugel drunter machen. Die passt sogar ganz gut zu dem Blau dahinter irgendwie. Genau. Hier muss noch was hin. Ist mir zu leer. Ich glaube, ich markiere nochmal eine Blume. Da müssen wir nochmal was holen. Genau. So, in diese Richtung. Sehr gut. Und dann setzen wir das mal nach hier. Gut. Hier dekorieren wir erst später. Aber hier vorne, obwohl, vielleicht sollten wir es gleich machen. Dann würde ich jetzt noch mal ein paar Items zusammensuchen, die ich hier hinmachen möchte. Und noch ein paar Blumen holen und dann dekorieren wir hier weiter. Die Blumen haben wir jetzt geholt. Jetzt habe ich mir überlegt, mal zu gucken, wie weit ich hier noch Platz habe. Okay, da kann ich Designs hinmachen. Das heißt, ich habe hier die Hängematte umgestaltet und dachte mir, vielleicht kann man die hier so drauf schieben. Das wäre doch ganz süß. Und dann hier vielleicht so eine Blume und nochmal ein Leuchtmoos hinzumachen. Und hier auf dem Boden, also wenn ich die Palme stunnen möchte, eventuell, dann muss ich das hier hin machen. Dich würde ich auswachsen lassen. Und dann hier vielleicht eine blaue Blume hinterpacken. Und einen Busch könnte ich mir jetzt hier auch gut vorstellen. Und um das hier voll zu machen, machen wir hier mal noch so gelbe Blumen hin. Genau. So. Und dann habe ich rausgeholt dieses Freiluftbad. Nur zu schauen, wenn das hier irgendwie erstmal darüber schieben kann. Kann ich das nicht hier reinwerfen? Geht das nicht? Passt das da nicht hin? Ist da zu wenig Platz? Doch, das passt. Aber noch weiter geht es nicht. Jetzt wird das vielleicht irgendwie so hinplatzieren. Und hier auf dem Boden machen wir nochmal so Blumen. Und dann habe ich mir anstatt eines Zauns dieses Baumstammpfahl-Set geholt. Das würde doch hier ganz gut aussehen. Und wenn man hier einen Busch hinmacht und hier noch eine Blume und hier den anderen Busch vielleicht. Das würde ich auswachsen lassen. Dann kann man hier hinter vielleicht das hier machen. Die Palme würde ich auch groß werden lassen. Dann haben wir noch einen Busch. Und hier kann ich mir die rote Blume gut vorstellen. Jetzt schauen wir mal, ich habe noch ein paar Sachen mitgenommen. Genau, den Kakaobaum kann ich hier hinterstellen. Dann sieht er so ein bisschen aus wie ein Baum. Und hier können wir nochmal so Planken eigentlich hinmachen. So irgendwie. Weil dann kann ich hier die Wäscheleine aufstellen. Wo ist sie denn hier? Dass ich die hier dahin stelle. Und hier vorne vielleicht noch die gelbe Blume hin. Ja. Okay. Und dann geben wir der lieben Fails nochmal so Bretter auf den Boden und ich würde ihr nämlich gerne den Bonsai-Tisch hier hinstellen. Allerdings muss ich den nochmal, glaube ich, kurz hier nach drüben schieben, dass ich hier in die Ecke komme. Denn hier würde ich hier tatsächlich nochmal einen Busch hinsetzen und dann kann ich das zurückschieben. Und hier, was haben wir jetzt noch? Was bist du gleich noch? Der Lagerschrank, die Mülltonne, okay. Dann habe ich eigentlich alles ziemlich gut vollgekriegt hier. So, hier noch so ein Leuchtmoos. Ich denke, wenn das groß gewachsen ist, sieht das hier bestimmt... Warum freust du dich denn so, Laura? Warum freust du dich so?
hat sich über meine Süßigkeiten gefreut. Du verschenkst Süßigkeiten und gibst mir nichts ab. Wirklich? Wirklich? Das ist dein Ernst? So viel hier hinten brauchen wir noch was, nicht wahr? Machen wir hier mal hier hinter zwei Büsche. Und hier vielleicht so ein Leuchtmoos. Und das hier davor. Hier kann ich mir auch gut noch so einen Busch vorstellen. Okay. Und hier vielleicht zwei Zäune oder so, dass wir hier nochmal Blumen und ein Palmenblatt oder so machen. Und dann benutzen wir, nee, ich glaube den Lamellenzaun lieber. Und den stellen wir hier so rein. Das glaube ich ist ganz hübsch. Wir hier noch und hier machen wir einfach noch ein Design auf den Boden. Ich glaube, das haben wir noch nicht so oft benutzt, dass wir das hier hin machen. Und jetzt checken wir dann einfach mal, wie das dann aussieht, wenn ein paar Tage vergangen sind. Wir können jetzt, glaube ich, nur 2 Tage springen. Das würde ich jetzt tatsächlich auch gleich machen, dass wir 2 Tage springen. Dann sind die wenigstens schon mal 2 Tage hochgewachsen. Dann kann ich mir überlegen, welchen Baum wir stunnen. Also sie müsste morgen auf Kisten sitzen. Vielleicht packen wir sie zu verschenken in den Discord und sie wird abgeholt. Da können wir jetzt gleich mal überlegen, ob wir das machen. Aber ich kann 2 Tage springen, maximal, dann ist der Plot leer. So, während wir jetzt darauf warten, dass vielleicht jemand Bettina abholt, würde ich erstmal unsere Inselflagge ändern und einen Inselsong machen. Und vielleicht können wir auch gleich noch unser Haus außen ändern, dass wir ein passendes Aussehen für unser eigenes Haus irgendwie einstellen. Mal kurz schauen. Also wir haben, welche Flagge nehmen wir denn? Wir haben jetzt, wir können die 3 irgendwie als Inselflagge nehmen. Und ich würde tatsächlich jetzt erstmal die hier ausprobieren, denn mir gefällt die Kokosnuss so gut. Genau, und jetzt schauen wir noch. Ja, ich würde gerne noch ein Lied mit mir machen. Ich habe mir gedacht, die Inselmelodie, ich habe etwas gefunden, was Hawaiian Rollercoaster heißt oder Rollercoaster Ride. Das ist quasi von Lilo und Stitch oder aus dem Film Lilo und Stitch, und den würde ich jetzt gerne einmal probieren, wie der so klingt. Nochmal hier und hier nochmal auf das E. Und hier ist auch nochmal das E und das D. Und hier müssen wir sogar weiter runter zum C. Hier eins hoch. Und hier nochmal. Und hier auch eins hoch. Und das sollte jetzt eigentlich passen. Jetzt schau mal. Ja, ich glaube, das klingt ganz cute. Und das könnten wir tatsächlich benutzen. Und jetzt wechseln wir gleich zu Tom und ändern das Aussehen unseres Hauses. Jetzt kann ich hier das Aussehen ändern und das hier, glaube ich, ist tatsächlich am ehesten Dschungel geeignet und ich möchte entweder gelb oder dieses goldbraun. Und hier, glaube ich, ist tatsächlich, oh, das hier sieht auch cool aus, aber dann würde ich tatsächlich eine andere Dachfarbe nehmen. Welches passt denn da ganz gut? Ich glaube, das würde gut passen. Und dann schauen, was es so für Türen gibt, ob es da irgendwas gibt, was mehr so, ja, in die, das hier irgendwie so, das sieht so ein bisschen mehr, ja, tropisch angehaucht aus. Ich würde vielleicht die hier nehmen. Und für den hier so. Wir schauen uns das dann einfach mal am nächsten Tag in live an, würde ich sagen.
So, wir fliegen jetzt zu einem Yard Sale, während wir uns die Zeit mit Warten vertreiben, bis wir uns einen neuen Bewohner suchen oder abholen können. Und jetzt fliegen wir einfach auf einen Yard Sale und ich freue mich schon, ob wir ein paar passende Sachen finden. So, angekommen habe ich natürlich wieder mein Handy da. Und jetzt gucken wir mal, ob hier jemand ist oder... Oh, cool. Welcome. Ja, ich würde dir gerne als Dankeschön ein paar Sterne da lassen. Und dann schauen wir mal. Oh, wir bekommen Anleitungen. Das ist gut. Wir haben Pfirsichkuchen, könnte passen. Fish and Chips, Apfelkuchen. Oh, da kommt noch jemand. So, wir nehmen noch den Obstsalat mit. Und ich glaube, das ist, gucken wir zwar jetzt nochmal drüber. Oh, die Urwaldtapete können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Und die Rankenbank auch. Vielleicht können wir uns noch ein paar basteln, die dann gut zu unserem Inselthema passen. Wir sagen hier noch Tschüss und dann verabschieden wir uns auch schon, würde ich sagen. So, ich habe jetzt ein Dodo-Code erstellt, denn jemand möchte uns Blumen bringen. Jetzt schauen wir mal, wie viele es sind, denn ich glaube, sie hat nur reingeschrieben eine. Ich weiß nicht, ob sie nur eine bringt oder ob es tatsächlich mehrere sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, da haben wir eine liebe Holly, die uns total netterweise ein paar Blumen vorbeibringt. So, Conny und ich erwarten unseren Besucher schon. Hallo! Oh, danke schön. So, und dann sind wir direkt angenommen worden, um an einem Yard-Sale teilzunehmen. Und da sehen wir uns gleich wieder. Und schon sind wir im Anflug auf die nächste Insel. Und hier sieht man schon zwischendrin ein paar Sachen rumliegen. Und hier hat jemand wirklich sehr, sehr, sehr viele Blumen. Ja, Sail in Pipe, okay. Hello! Ich würde jetzt hier erstmal mein Geld ablegen, bitte. Und dann warten wir natürlich, bis sie fertig geschrieben hat. Ich möchte nicht unhöflich sein und einfach auf einer fremden Insel rumlaufen. Oh, das ist ja süß. Thank you. So, ich folge dir natürlich. Bitte heb erstmal dein Geld auf. Wir sind sehr geduldig und ich warte natürlich, bis sie uns den Weg nimmt. Darf ich hier rein? Okay, sie geht vor. Wir gehen dann hinterher. So. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Oh, da hat sie ja viel. Vielleicht hat sie ja sogar ein paar coole... Ich glaube, ich will das Partybrot mitnehmen. Kartoffelcurry. Natürlich nehmen wir die Kokosnüsse mit. Hundeknochen, Türschild, Vogelhaus. Oh, auf jeden Fall das Kissen. Da haben wir auch noch nichts. Campingfalltisch. Oh, den Steinhocker würde ich gerne mitnehmen. Lagerfeuer, Wellenbrecher. Sure, 9 Items, okay. Wir haben 4. I have 4. Okay. 9 dürfen wir. 5. 6. 7, okay. Steinhocker, ja, es wäre dann 8.
Lagerfeuer wäre 9. Okay, dann nehmen wir noch das Lagerfeuer mit und den Steinhocker. Jetzt sind es 9. 9. Und dann schreiben wir natürlich Thank you so much. Also wir bedanken uns und dann fliegen wir natürlich zurück auf unsere Insel. Da ich jetzt endlich an die Decke Sachen hängen kann, wollte ich euch gerne zeigen, was die liebe Haley uns für einen Raum gestaltet hat. Und zwar muss ich jetzt kurz gucken, wie sie das dekoriert hat. Aber ich glaube, das war irgendwie so. Kurz schauen. Ja, also das hier ist der Raum, den uns die liebe Haley dekoriert hat. Und ich finde ihn super cool. Wir schauen mal, wie ich ihn vielleicht etwas verändern kann, wenn wir mehr Tapeten haben. Ich glaube, ich habe jetzt keine Tapete, die hier irgendwie. Nee. Was alles mit dem wurde eingelagert. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. Warum mache ich denn sowas? Heiliger Wimmer. So wollte ich das. Ja. Also das ist quasi der Raum, den uns Haley dekoriert hat, und ich würde den gerne auch so lassen. Und jetzt würde ich mich gerne umziehen mit euch noch, bevor wir weiter warten, ob jemand einen Bewohner für uns hat oder ob wir noch mal zu einem Jahr zählen können. Denn wir können, glaube ich, ja jetzt die Designs auch anziehen, und da würde ich natürlich gerne schauen, auch können wir die so nicht verwenden. Okay, dann müssen wir es doch andersrum machen. Wir müssen hier reingehen und hier schauen, welches mir am besten gefällt. Das ist süß. Das gefällt mir auch gut. Aber ich glaube, ich würde gern das hier anbehalten. Und dazu passt eigentlich auch alles, was wir anhaben. Also ich würde das jetzt tatsächlich so lassen. Ich finde, das sieht ganz cute aus. Doch. So, wir haben uns in Nokasan auch 5 Mystery Grab Bags beworben, die hier verschenkt werden. Und da fliege ich jetzt gerade hin, um die abzuholen. Da sind wir auch schon, und wir sagen natürlich Hallo. Und ich würde gerne ein wenig Trinkgeld da lassen für das, dass sie so nett zu uns ist und uns etwas schenkt. Und deswegen schreibe ich ihr natürlich gleich a tip for you. Und dann oh, thank you very much. Und dann gehen wir wieder, und wir lassen ihr natürlich eine super nette Bewertung im Nokasonder. So, wieder zu Hause. Ja, seht ihr, habe ich ein bisschen noch Boden verlegt, während wir gewartet haben. Und hier soll eigentlich so ein kleiner Flamingo-Bereich entstehen. Ein paar Flamingos haben wir ja. Aber ich würde jetzt gerne mit euch gucken, was da drin war. Wir haben bekommen einen Fitness-Top. Was haben wir noch bekommen? Ein Pro-Quarz-Tisch, ein Kegel-Shirt, ein Schlabber-Shirt und ein Retro-Mikrofon. So, das würde ich gleich wegpacken. Hier seht ihr, ich habe noch ein Buch von meinen Bewohnern gefunden. Ich weiß noch nicht, ob ich das nicht behalten soll, aber es ist ja auch nicht von einem Online-Spieler. Also kann ich es ja eigentlich auch gar nicht zum Dekorieren benutzen. Vielleicht fragen wir einfach hier mal die liebe Juna, ob sie vielleicht weiß, wem dieses Buch gehört. Gut, dadurch, dass ich natürlich noch rumgesprungen bin in der Zeit, um einen Bewohner rauszukicken, haben meine Bewohner mich natürlich jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Okay, das gehört Nico. Na klar.
Dann schauen wir mal, ob Nico hier. Ich glaube, Nico wohnt hier, oder? Ist das hier Nico? Hier wohnt Nico. Okay. Er ist unterwegs. Dann gehen wir ihn mal suchen. Vielleicht ist er hier irgendwo am Rathausplatz oder bei Fienchen. Bei Fienchen ist er nicht. Ah, da ist er doch. Er läuft gerade über die Brücke. Nico, Nico, ich habe was für dich. Guck mal. Wir haben was gefunden. Ich weiß zwar nicht, wie du da hochgekommen bist, um es zu verlieren, aber wir haben hier was für dich gefunden. Ja, was schenkst du uns denn, was wir nicht benutzen können? Milch und Zuckerset. Okay, danke schön. Das ist super lieb von dir, aber leider können wir das eigentlich gleich weiter verschenken. Kann ich Ilona schon was schenken? Nein, okay. Ja, ich sollte vielleicht öfter mit meinen Bewohnern reden. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hi Jasmin, wie geht's dir? Ja, ich habe dich von Ditto geholt, ich weiß. Ja, okay. Fienchen und Conny haben wir auch hier. Die beiden sind so süß. Ich brauche noch einen männlichen Koala-Bären, glaube ich, der so zu ihnen dazu passt. Chuna, oh süß, guck mal, wie sie da sitzt. Oh mein Gott, können wir uns auch schon hinsetzen? Können wir das? Ich glaube nicht, oder? Mal kurz gucken, was können wir denn alles? Können wir uns hinsetzen? Ne, wir können uns nicht hinsetzen. Okay, schade. Ich hätte mich gerne dazu gesetzt, aber das können wir leider noch nicht. Ja, ich mache jetzt erstmal hier eine Pause und esse was. Und dann können wir hoffentlich bald ein bisschen mehr dekorieren. Aber zuerst brauche ich einen Bewohner. So, wie ihr sehen könnt, es ist dunkel geworden und ich habe ein bisschen, ja, wie würde ich sagen, ich habe ein bisschen offline gespielt. Und zwar zeige ich euch jetzt kurz die Map. Hier seht ihr das Wasserterraforming, das ich ein bisschen dazu gemacht habe. Links seht ihr, dass ich zwei Häuserplots markiert habe, wo ich Häuser hin versetzen möchte. Und ich habe einen Aufgang markiert. Bianca hier, Bettina ist hier immer noch in Boxes. Also auf Kisten, kann immer noch abgeholt werden. Ich habe Nux Laden hier umplatziert, also das ist jetzt hier gerade im Plot. Und ich habe eine Brücke dahinter, also hier soll auch noch eine Brücke hin. Hier habe ich Nux Laden hingepackt. Und hier vor der Schneiderei, die hier drüben ja sitzt, da habe ich auch eben noch Wasser dazu gemacht und hier eben auch. Und hier habe ich eine Brücke platziert. Und jetzt zeige ich euch, ich habe auch noch ein bisschen weiter dekoriert. Also hier habe ich mein Bodendesign hingemacht und hier drüben auch, damit ich das freilasse und nicht aus Versehen zubaue. Hier runter, das haben wir ja zusammen dekoriert, das ist immer noch nicht fertig. Wir müssen noch ein paar Bäume stunnen und den ganzen Spaß. Hier habe ich angefangen, den Eingang zu dekorieren. Ich habe hier den Weg platziert und habe hier so eine kleine Picknick, so ein Picknickbereich hingemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich da hinten nicht einen Cliff hinmache, da wo jetzt hier diese gelbe Blume, also ob ich das nicht wegmache und hier so ein kleines Cliff quasi hinmache. Da muss ich mir morgen mal anschauen, wie das am besten funktionieren könnte. Aber hier haben wir so einen kleinen Picknick-Essbereich. Und dann habe ich angefangen, einen kleinen Flamingo-Platz zu dekorieren. Sieht jetzt natürlich nicht besonders spektakulär aus, weil ja noch nichts an Bäumen gewachsen ist. Aber ich habe jemanden, der mir bei Discord geschrieben hat, ob quasi Bettina immer noch auf Kisten sitzt und abgeholt werden kann. Ich hoffe, der oder diejenige schreibt mir jetzt nochmal zurück, bevor ich einen Tag springen muss, weil wir unseren Bewohner bekommen. Dann muss ich leider sie in den Vault schicken, aber noch ist Zeit. Und deswegen warten wir jetzt mal auf eine Reaktion, bevor wir einen Tag weiterspringen. Und dann schauen wir mal, was wir noch tun. Es ist schon spät jetzt. Ich hoffe, dass es schnell erledigt ist, denn ich werde müde und würde gerne was essen und dann ins Bett gehen. So, jetzt kommt hier jemand zu uns geflogen, der sich die liebe Bettina abholen möchte. Und da lasst ihr euch natürlich dran teilhaben. Und jetzt lassen wir ihn landen und dann bringen wir ihn zu Bettina. So, da ist er auch angekommen. Wir
Wir winken mal ganz nett. Und dann kann er gerne uns nachlaufen. So, Bettina müsste ja hier hinten wohnen. So, bitte einmal treten Sie ein. Und wir warten, bis er wieder rauskommt. Und dann, wenn er weggefahren ist, oder weggeflogen ist, natürlich, dann werden wir einen Tag springen. Dann ist nämlich hier dieser Plot leer. Und wir können dann warten, bis wir unsere nächste Bewohner oder Bewohnerin hier willkommen heißen können. Mir fehlen jetzt quasi noch drei Jungs und zwei Mädels fehlen mir noch, die ich geplant habe, hier einziehen zu lassen. Yeah! Sehr cool! Ja, wir warten. Oh, you're welcome. You. Oh. Well, ups. Ich bin so langsam im Schreiben, wenn ich hier mit der Tastatur schreiben muss. Ups. Genau. Er fliegt jetzt wieder heim und wenn er quasi gegangen ist, dann werden wir einen Tag springen, würde ich sagen, damit wir den Laden umgebaut haben und ach süß, danke schön. Ihm gefällt schon mal unser Flamingo-Teich und ja, wir sehen uns dann gleich am nächsten Tag wieder. Oh, wir kommen zum ersten Mal aus unserem frisch renovierten Haus und wir bekommen dafür, dass es jetzt besser aussieht, also besser zum Thema passend aussieht, bekommen wir sogar noch mal Ja, ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Und wenn wir jetzt den nächsten Bewohner haben, dann würde ich sagen, Nico, was möchtest du? Na gut, so, ich habe noch eine wichtige Lektion in Sachen Emotionen für dich. Was bekommen wir denn von dir? Ja, Herzschmerz. Oh, wie cute, wir können Herzschmerz. Oh, schaut sich an, wie sad sie guckt. Also, wir besorgen uns unseren nächsten Bewohner. Lassen ihn einziehen und dann, würde ich sagen, platzieren wir ein paar Plots um. Ich habe ja für zwei davon schon hier einen neuen Platz und ich brauche noch eine Brücke und einen Aufgang. Das machen wir dann auch schnell noch, beziehungsweise das machen wir dann morgen. Und dann schauen wir, dass wir die Bäume vielleicht noch fertig gestunt kriegen. Müssen wir gleich mal gucken. So, hier müssen wir jetzt nach vorne schauen. Oh, Face ist so süß. Okay, ich würde gerne, müssen wir ganz kurz hier aus meinem Holzlagerschrank, würde ich gerne einmal ein Obst rausholen. Wir bekommen wahrscheinlich für so ziemlich jedes Obst, das wir pflanzen, bekommen wir wahrscheinlich jetzt Meilen. Kann ich das da nicht pflanzen? Kann ich dich mal kurz wegnehmen? Hä? Kann ich das da jetzt doch? Ach, das war im Weg. Okay. So. Damit haben wir jetzt schon mal den gestunt. Nicht draufsetzen. Ich wollte dich verschieben. Menno. Okay, so. Möchte ich hier noch einen irgendwie stunnen?
Nee, eigentlich gerade noch nicht, ne? Die sollen schon noch wachsen hier. Schauen wir mal kurz hier rüber. Sehr gut, sehr gut. Hier wächst alles. Aber ich will, glaube ich, keinen so klein halten. Die sollen schon noch ein Stück wachsen. Das hier ist jetzt größer geworden, also umgezogen, und die Brücke ist auch da. Sehr gut. Jetzt warten wir noch, bis ich den nächsten Bewohner holen kann. Und dann machen wir für heute hier Feierabend. So, wir sind angekommen und Helvi hat für uns den lieben Rio auf Kisten gesetzt. Wir folgen ihr natürlich über ihre wunderschöne Insel, die ich jetzt schon zum dritten Mal bewundern darf, weil sie ist einfach so süß und hilft mir so viel. Das ist so nett. Ich finde es so cute, wie viele nette Leute man treffen kann. Das ist unglaublich. Ich dachte nicht, dass mich diese, ja, Insel-Challenge mit nur Online-Items, Online-Bewohnern und so weiter, dass mich die tatsächlich so viel, also dass mir die so viel Spaß bereitet, weil eigentlich fand ich die Idee am Anfang ziemlich schwierig, dass ich auf so viele andere Leute angewiesen bin und auf so viele andere Leute warten muss und auch mit den Items und so. Und jetzt finde ich es total cool, dass ich so viele neue Leute kennenlerne und die sind so nett und so hilfsbereit und das ist einfach mega cool, muss ich sagen. Also ich finde das wirklich, wirklich ziemlich cool. Die liebe Helly hat uns auch angeboten, dass wir uns das DIY-Rezept abholen sollen, das unten vom nächsten Haus quasi gebastelt wird. Hier soll anscheinend ein Bewohner basteln. Und da gehen wir mal gleich nachschauen und holen uns auch das Rezept natürlich ab. Ich meine, es ist ja dann von einem Online-Spieler. Ist das Renate? Nein, Dora heißt sie. Okay, ich war mir natürlich nicht sicher, ne? Dora, würdest du uns sagen, was du da bastelst? Den Kürbiszaun, das ist ja auch cool. Ja, ich würde ihn gerne mitnehmen. Ich werde ihn zwar nicht benutzen, aber immerhin können wir dann vielleicht Meilenpunkte bekommen für die Anzahl an DIYs, die wir können. Oh, ich habe immer noch die 20.000 Sternis in meinem Inventar. Und ja, dann machen wir uns jetzt wieder auf den Heimweg. So, zurück hier auf der Insel möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mit mir durch diesen Tag durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich und ich hoffe, euch gefällt die Reihe. Und wir sehen uns dann zum nächsten Tag wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!